Yogeshwarasana ist die Stellung des Yoga-Gottes oder des Herrn des Yoga. Yogeshwarasana wird laut Garote erwähnt in einem der klassischen Yoga-Texte, nämlich im Rudrayamalam, aber erwähnt, aber nicht beschrieben. So wissen wir nicht wirklich, was Yogeshwarasana tatsächlich gewesen ist. Yogeshwarasana wird aber auch benannt nach Yogeshwara. Yogeshwara ist der Herr der Yogis. Krishna wird als Yogeshwara bezeichnet, aber vor allen Dingen Shiva. Shivas Sitzhaltung ist der volle Lotus, Padmasana. Und so könnte man annehmen, dass Yogeshwarasana der Lotus ist. Rafaela zeigt, wie es geht. Gib einen Fuß auf einen Oberschenkel und den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel. Du kannst aber die Hände auf die Knie, zum Beispiel in Chin Mudra, geben. Und so bist du in Yogeshwarasana, in was es auch Padmasana, Kamalasana genannt wird. Oder es gibt noch, ich glaube, 2 Dutzend anderer Namen für die Lotusstellung.